Heute geht es um die Do's und Don'ts im Umgang miteinander und was das auf LinkedIn konkret bedeutet. Überlege dir wirklich, für wen schreibe ich das Ganze und was kann die Person davon mitnehmen. Poste nichts, was du nicht auch Business-Kontakten im persönlichen Gespräch erzählen würdest. Also Freiherr von Knigge war im Grunde so ein bisschen der OG für LinkedIn-Etikette. Buenos dias und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge. Und dieses Mal ist diese LinkedIn Lounge wirklich wörtlich zu nehmen, denn gemeinsam mit Marina Zayatz habe ich es mir heute gemütlich gemacht in etwas sehr, sehr Loungiges. Wir sind hier nämlich, sitzen auf Lounge-Möbeln, die auf einer Terrasse stehen. Auf dieser Terrasse, neben dieser Terrasse, ist auch ein Pool. Die Terrasse und der Pool sind an einem Haus angedockt und dieses Haus steht auf Mallorca mit einer wunderschönen Aussicht hier auf die Bucht von Alcázar? Nee, was heißt das? Alcudia. Alcudia, vielen Dank. Das ist zumindest die Stadt. Genau, also da in der Ecke. Und hier verbringen wir eine wunderschöne Vacation zusammen. Heute letzter Tag, letzter Abend. Ja, Marina hat sich gerade schon reingebabbelt. Ist. Gute. Es gibt natürlich keine Vacation ohne Marina. Wir sind aber nicht zu zweit hier. Wir haben uns reichlich Verstärkung mitgebracht, denn wir mögen es gerne, inspiriert zu werden, miteinander zu diskutieren, uns auszutauschen mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Und Marina, wer ist denn auf der Gästeliste dieses Mal? Ja, bei uns ist auf der einen Seite die Britta Behrens. Britta Behrens muss man natürlich kennen, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, füllt große Hallen mit ihrem Wissen zum Thema LinkedIn. Dann ist ein Dauergast dabei, der Benjamin Olszewski, mit dem wir auch sehr, sehr gerne Workation machen, zusammen mit seinem Businesspartner Thomas. Die beiden haben die Agentur Pix. Und im Geiste mit uns heute, weil das Thema es einfach hergibt, ist Fabrizio Galli-Zugaro, den wir sehr schätzen für alle Themen rund um Etikette, gutes Benehmen und Business Coaching. Genau. Wenn euch diese Namen noch nichts sagen, dann Schande auf euch, dann wartet ihr noch nicht lange auf LinkedIn. hört tatsächlich mal rein. Also wir haben mehrere Folgen schon mit der Britta aufgenommen, gemeinsam mit uns auch Gastgeberin bei B2B Like a Boss, eine tolle Veranstaltungsreihe, die wir regelmäßig machen. Und ja, auch Ben war auch schon regelmäßig hier bei uns im Podcast zu Gast. Und bei uns im LinkedIn Live vor ein paar Tagen. Ja. So. Soweit, wo wir sind. Wir wünschen jetzt viel, viel Spaß beim Zuhören. Und heute wollen wir mit euch über ein Thema besprechen, das sehr wichtig ist, aber immer ein bisschen im Schatten ist, ein bisschen Schattendasein fristet. Und wir freuen uns sehr, dass die Sophie Rickmann uns inspiriert hat, diese Folge mit diesem Thema aufzunehmen, denn heute geht es um Netiquette. Heute geht es um die Do's und Don'ts im Umgang miteinander und was das auf LinkedIn konkret bedeutet. Und dazu hat uns die liebe Marina eine Geschichte mitgebracht. Marina, erzähl mal. Storytime. Genau, und zwar, es begab sich im Jahr 1788. Menschen aus, in Anführungszeichen, einfacheren Verhältnissen treffen zunehmend auf Adlige am Hofe. Das heißt, da prallen zwei Welten aufeinander und Missverständnisse sind da natürlich vorprogrammiert. In genau diesem Jahr wird das Werk über den Umgang mit Menschen von Freiherr Knigge veröffentlicht. Wer sich jetzt fragt, Knigge, da war doch was, den Knigge, haben wir schon mal gehört. Ja, genau da kommt der Name her, Knigge. Und es gilt auch heute noch als Standardwerk der Etikette und des respektvollen Umgangs miteinander. Da schon mal vorweg, viele Menschen denken sich, bei Knigge geht es vor allem darum, wie ich Messer und Gabel richtig halte. Dem ist nicht so. Bei Knigge geht es wirklich viel mehr darum, wie schaffe ich es, ein angenehmer Mensch zu sein im Umgang mit anderen und dafür zu sorgen, dass andere sich in meiner Gegenwart wohlfühlen. Ich wollte gerade fragen, ist angenehm für mich angenehm oder für die anderen Menschen angenehm? Hoffentlich für beide angenehm. Also wenn es so für dich angenehm ist, tust du was falsch. Aber dann bin ich authentisch. Kommen wir gleich hinzu, anderes Thema. Ganz anderes Thema. So, und jetzt kommen wir zu der Gegenwart. 2024, Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds treffen sich auf der größten Business-Party der Welt, nämlich LinkedIn. Und auch da sind Missverständnisse natürlich vorprogrammiert. Zum einen, weil die digitale Kommunikation halt noch nicht so alt ist. Also für viele ist es immer noch neu. Und viele Menschen fragen sich ja, wie verhalte ich mich denn hier? Welche Regeln gelten? Und zum anderen, weil es eben
kein einheitliches Standardwerk gibt. Klar, natürlich gibt es auf jeder Social-Media-Plattform einen gewissen Kodex, gewisse Verhaltensregeln, aber sie umfassen nicht alles, was wirklich wichtig ist. Also genauso wie auf einer Party gibt es sehr viele ungeschriebene Gesetze. Und ich finde, da kann man sich ruhig mal ein bisschen mit beschäftigen. Das heißt, wir klammern heute mal diese hoffentlich sehr eindeutigen Dinge aus, wie dass man niemanden beleidigen sollte, ja, dass Androhung nicht geht und so weiter. Das ist hoffentlich selbstverständlich. Gut. Wir nehmen alles. Ist es nicht, aber. Ja, sollte es sein. Wir nehmen also alles andere, die Do's und Don'ts im Umgang, die auf LinkedIn gelten. Ja, definitiv. So, und um da einen gewissen Rahmen vorzugeben, kann man sich eben dieses Werk über den Umgang mit Menschen immer anschauen. Und es ist so spannend, weil dieses Werk, wie gesagt, ist über 200 Jahre alt und trotzdem gibt es da Sachen, die heute immer noch sehr, sehr viel Wahres haben. Nein. Ja, doch. Und gerade auch für die digitale Welt relevant sind. Also Freiherr von Knigge war im Grunde so ein bisschen der OG für LinkedIn-Etikette. Hat mir Marina ein neues Wort beigebracht. Dankeschön. Du kriegst es von deinen Kindern mit und ich krieg es dann von dir mit. Und so bleibe ich jung. Genau. Ja, wir zitieren ja ganz oft auch den Kollegen Carnegie mit How to Win Friends and Influence People. Auch das ist ja kein neues Werk. Es gibt geschrieben in welchem Jahr? 1936. Dankeschön. Hatten wir nämlich gestern beim Pappkuss. Genau. Also geht auch stark auf das 100-Jährige zu. Diese Klassiker sind aber oftmals noch genauso gültig wie zu dem Tag, als sie geschrieben worden sind, denn ja, Menschen ändern sich im tiefsten Inneren nicht. Und Respekt und Wertschätzung gelten damals wie heute. Ja, sehr wichtig. Wollen wir direkt mal einsteigen in unsere kleine, feine Liste? Lass uns direkt mal einsteigen. Lass uns mal konkret werden, Marina. Was sind die Go's, die Do's und die Don'ts, die Go's und die No-Go's? Ein Zitat, das man im Buch von Freiherr Knigge findet, ist: Nimm dir vor, nie irgendeinen ganz leeren Brief zu schreiben, in welchem nicht wenigstens etwas stünde, das dem Empfänger Nutzen oder reine Freude gewähren könnte. Einen ganz leeren Brief? Mhm. Niemals einen ganz leeren Brief zu schreiben. Also inhaltsleer. Inhaltsleer. Ah, also bla bla. Richtig. Bedeutet auf LinkedIn übertragen, nette Teambilder sind nett, aber es ist halt dann schon ein bisschen inhaltsleer, der Brief. Von daher überlege dir wirklich, für wen schreibe ich das Ganze und was kann die Person davon mitnehmen. Und es muss nicht immer nur hartes Wissen sein. Es kann auch durchaus Entertainment sein. Es kann Sympathie sein, wo der Leser sich denkt, oh ja, so geht's mir auch. Es kann Inspiration sein. Also, aber überlege dir, was soll die Person mitnehmen. Und generell ist es immer eine gute Idee, sich vorher zu überlegen, für wen schreibe ich und wie kann ich die Sachen, die ich da schreibe, so rüberbringen, dass es für die Person Nutzen stiftet. Dem würde ich uneingeschränkt zustimmen. Wunderbar. Es darf auf jeden Fall auch mal lustig sein, kurzweilig, unterhaltsam. Muss es nicht, kann es aber. Aber irgendeine Art von Denk an deinen Leser ist immer ein gutes Mantra. Ja, und auch Humor gehört dazu. Grüße gehen raus an Thomas Geiswinkler. Yes, ach, du bist es sofort, von wem ich spreche, sehr schön, der immer die ganzen HR-Themen sehr gut in Humor verpackt. Aber übrigens, wo ich Humor fast noch leichter finde als in den Beiträgen, ist in den Kommentaren. Oh, und ja, wenn ich weiß, mit wem ich mich dann da halte, wenn ich die Leute auch aus dem richtigen Leben kenne, dann ist es ganz gut, wenn man dann noch mit dem Einsatz der richtigen Emojis auch gerne mal etwas ironisch, etwas sarkastisch sich miteinander unterhält. Oh, weißt du, wer das sehr gut macht? Wer macht das sehr gut, Marina? Richie Pettauer. Von dem habe ich nicht einen normalen, nicht satirischen Kommentar, glaube ich, jemals gelesen, das ist richtig, ja. Ich mag das jedes Mal. Also Richie Pettauer ist derjenige, bei dem ich durchgehend immer mit diesem Lach-Emoji antworte. Das stimmt. Ja, der Richie, auch wenn, das ist der vierte im Bund in unserem A-Team von B2B Like a Boss, yes, der mit uns auch diese Masterclasses gibt. Und auch schon hier bei der LinkedIn Lounge natürlich. Zu Gast, du, hör dir gerne die Folgen nochmal an. Yes. Besonders, wenn du einen österreichischen Dialekt direkt magst. Mhm. Ein weiteres Zitat von OG Freiherr Knigge. Lerne Widerspruch ertragen. Sei nicht kindisch eingenommen von deinen Meinungen. Werde nicht hitzig. Boah.
starke These im Internet, nicht hitzig zu werden. Ja, und das lese ich schon immer mal wieder auf LinkedIn. Ich meine, ich lese wirklich selten Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen. Aber ich lese schon durchaus Kommentare, die ein bisschen so einen leicht eingeschnappten Ton haben, wo die Menschen sich auf einmal angegriffen fühlen, obwohl sie überhaupt nicht getaggt waren. Und da frage ich mich schon manchmal, ist das so klug? Also kritisch diskutieren und sagen, hey, interessante These, ich sehe das eher so und so und so. Also der Ton macht die Musik. Ich finde es auch immer erstaunlich, worüber sich die Leute aufregen. Also sei es jetzt auch so Themen wie Mobilität, da siehst du ganz, ganz oft sehr, sehr, gar nicht mal so Politik. Dazu gibt es auch immer recht wenig Politik auf LinkedIn, aber Mobilität ist so ein Thema. Diversity, Gendern. Wir hatten die Diskussion um die Sophie Boutour von Deloitte, auch die wurde sehr, sehr emotional geführt. Ich mag es, wenn ich mich fachlich unterhalten kann. Ich finde es auch okay, da mal Widersprüche, auch konstruktives Feedback zu geben, aber wie wir in Hessen sagen, bevor ich mich aufrisch, ist es mir erstmal egal. Ja, man darf ja auch nie vergessen, dass du diesen Kommentar eben nicht nur für den Autor schreibst, sondern alle lesen mit. Ja. Deine Personal Brand wird auch in den Kommentaren gemacht. Sehr guter Hinweis. Gilt im Positiven wie im Negativen. Ja. Und ich habe gelernt, das hat mir echt so leid getan für die Autorin, das Thema Pünktlichkeit ist in Deutschland ein Riesenthema für Shitstorm. Hätte ich nicht gedacht. Wusste ich nicht. Was ist passiert? Wahnsinn. Bei der Bahn vielleicht? Nee, es ging darum, dass ein Kind ein paar Minuten zu spät gekommen ist in die Klasse. Und die Lehrerin hat dann geantwortet, du bist zu spät. Und das war das Erste, was sie gesagt hatte. Und die Autorin ist Kommunikationstrainerin, Rhetoriktrainerin und meinte, hey, ja, zu spät kommen ist nicht toll, aber wir sollten doch vielleicht lieber die Kinder ein bisschen anders begrüßen, anstatt sofort mit so einem Schamgefühl da reinzugehen. Sie hat das sehr klug aufgebaut und meine Güte, was da in den Kommentaren abging. Also da war für mich wirklich Fremdschämen. Und das meine ich mit alle lesen mit. Da waren ein paar Namen, die ich kenne, ein paar auch bekannte Influencer mit einer ordentlichen Reichweite, die so dagegen geschossen haben und da irgendwelche Sachen reingeschrieben haben, die überhaupt nicht im Text standen, so Zwischenannahmen, wo ich mir echt dachte, boah, also du hast gerade bei mir wirklich -10 Punkte quasi Abzug. -10 Sympathiepunkte Abzug. Ging es um die Pünktlichkeit oder ging es um die Kommunikation von Seiten der Lehrerin? Es ging um die Kommunikation und dass man, ja, auch wenn sie natürlich Pünktlichkeit gut heißt, aber das Leben passiert halt manchmal, auch wenn man sich anstrengt, nicht zu spät zu kommen. Und dass man da eben vielleicht auch das anders kommunikativ gestalten kann. Man kann ja zuerst Guten Morgen sagen und dann, hey, schön, dass du da bist, bitte sorge dafür, dass du das nächste Mal pünktlich kommst. Ja. Also nur darum ging es und da wurde so viel reininterpretiert. Boah, meine Güte. Das ist übrigens ein schönes Beispiel für gutes Storytelling. Ich erzähle eine Anekdote, die mir widerfahren ist und gebe dann quasi meine Moral, meine Lehre davon wieder. Das kann jeder sehr, sehr gerne nutzen. Ja. Also lerne Widerspruch ertragen. Sei nicht kindisch eingenommen. Aber ganz kurz nochmal für fachliche Diskussionen ist es ja vollkommen in Ordnung. Wenn jemand sagt, ich sehe deinen Punkt, aber ich würde es gerne nochmal ergänzen oder meine Erfahrung entspricht, ist ein anderer, nämlich so und so. Dann ist es ja okay, das kann ja eine Diskussion wirklich anreichern. Von daher, in dem Moment, wo ich meine Ideen teile, öffne ich eine Diskussion. Dem kann ich eine Diskussion öffnen. Dem muss ich mir schon klar sein. Ja, das stimmt. Und auch da muss ich lernen, Widerspruch ertragen. Genau, und das ist nicht gleich ein Shitstorm, das ist vielleicht nur mein armes kleines Ego, was sich dann ein bisschen verletzt fühlt. Ja, Ego is the enemy. Ein nächster Punkt. Erzähle nicht leicht Anekdoten, besonders nie solche, die irgendjemand in ein nachteiliges Licht setzen. Das habe ich gerade erzählt über die Anekdoten. Ja. Also niemanden an die Wand fahren, keinen Bösen, niemanden bloßstellen. Niemanden bloßstellen und da wirklich aufpassen, dass das nicht auf Kosten von anderen geht, von einer gewissen Gruppe oder einer bestimmten Person. Oder dem Wettbewerb. Oder dem Wettbewerb. Das kommt nämlich auch nicht besonders gut an. Ja. Wie ist es denn, wenn irgendwas in meiner Branche passiert und ich habe dazu eine gegensätzliche Meinung und ich will nicht direkt über ablästern, aber ich will schon sagen, hey, bei uns ist das nicht so. Wir machen das anders. Wir sind auf der guten Seite sozusagen. Was würdest du empfehlen, ist dann eine gute, elegante Lösung?
spontan würde ich sagen, bleib bei dir. Also schreib nicht darüber, wie irgendwo es anders ist, sondern schreibe, das Thema ist gerade bei uns in der, wird bei uns in der Branche sehr heiß diskutiert. Das sind die Fragen, die von unseren Kunden kommen. Das ist ein Thema, was vielleicht auch für Verunsicherung gerade sorgt in der Branche. Das ist unsere Antwort drauf. So, und dann bleibst du bei dir, du bashst niemanden, fertig. Ja, aber ich stelle es trotzdem in Kontext. Also ich weiß, ich nehme den Anhaltspunkt, den Anker sozusagen, warum ich jetzt gerade dazu schreibe. Richtig. Vielleicht ohne Namen zu nennen. Mhm. Okay. Das ist eine elegante Lösung, ohne ja, sich auf Kosten anderer ja. Also profilieren niemand, zu wollen. Niemanden markieren an der Stelle. Richtig. Apropos markieren übrigens, ganz kleine, du weißt, was ich sagen möchte? Tag-Etikett. Genau, die Tag-Etikett. Wann immer du ein Foto postest, wo Menschen drauf sind, machst du bitte Folgendes. Entweder markierst du niemanden oder stellst sicher, dass du definitiv alle markierst. Auch wenn es mühsam ist, auch wenn da 15 Leute dabei talking stehen. Talking from experience. Schau an, wer sind die Leute, wie werden sie geschrieben, und markiere die richtigen Menschen auf deinen Gruppenfotos. Andernfalls könnten die sich ein bisschen übergangen fühlen. Ist schon mal einem Freund von mir passiert. Ah, ja, einem Freund. Ja. Ja, wichtig. Wirklich wichtig. Niemand möchte sich ausgeschlossen fühlen. Sind wir bereit für den nächsten Punkt? Wir sind bereit für den nächsten Punkt, Marina. Was ist der nächste Punkt? Sehr gut. Was sagt der Freiherr? Das sagt nicht der Freiherr Knigge, sondern das habe ich gelesen bei Evelyn Siller. Sie ist eine... Freiherrin? Na, keine Freiherrin, sondern auch im Bereich Etikette, im Bereich Kommunikation unterwegs. Evelyn Siller auf LinkedIn. Sie hat mal sehr schön geschrieben, man sollte Follower nicht mit Freunden verwechseln. Bedeutet, poste nichts, was du nicht auch Business-Kontakten im persönlichen Gespräch erzählen würdest. Also immer diesen Gegencheck machen, würde ich das jetzt auf einer Business-Party, auf einer Weihnachtsfeier im Büro erzählen, ja oder nein? Und dann auch nochmal einen Unterschied machen, erzähle ich das einer, ja, einem Freund auf einer Business-Party oder ja. Erzähle ich das jemandem, den ich gerade erst kennengelernt habe? Ich finde, was du gerade gesagt hast, sollte sowieso mein Mantra sein für alles, was LinkedIn angeht. Wir sind hier auf einer Business-Party und wir reden immer mit echten Menschen auf der anderen Seite. Verhalte dich entsprechend. Sprich über die Themen, über die du auch sprechen würdest auf einer Business-Party mit Menschen, die du seit 5 Sekunden kennst. Ja. Und die in dem Fall ein ganz langes Gedächtnis haben. und wenn man sich, ich hätte gerade ein Gespräch auch mit Kunden über ein Corporate Influencer-Programm, das ist die Podcast-Folge mit der ING. Und da haben wir auch, waren wir uns absolut einig zu sagen, hey, das ist einfach das Mantra auch für Corporate Influencer-Programme. Wie will ich wahrgenommen werden? Auf diese Business-Party. Und mit gesundem Menschenverstand, ein bisschen Feinfühligkeit bin ich da eigentlich, habe ich einen guten Nordstern. Ja, sehr gut. Next? Ja. Stell dir vor, du lässt jemanden auf einer Business-Party einfach stehen. Also du bist gerade noch dabei, dich zu unterhalten, stehst vielleicht an einem Stehtisch und dann gehst du abrupt weg. Würde sich irgendwie blöd anfühlen, wenn du stehen gelassen wirst. Ja. Passiert auf LinkedIn zuhauf. Du sagst etwas und dann antwortest du nicht auf deine Kommentare. Ja. Also auch hier, ich meine ganz ehrlich, ich schaffe es nicht, jedes Mal auf alle Kommentare zu antworten. Gerade wenn jemand einen Beitrag von mir kommentiert, der schon eine Woche alt ist. Der länger her ist, ja. Dann übersehe ich es manchmal auch einfach. Ja. Oder denke mir, naja, mein Geschwätz von gestern interessiert mich nicht. Nein, Spaß. Und dann lasse ich es halt stehen. Beiträge haben eine Halbwertszeit von einer Woche. Und dann denke ich mir, ach, okay, das tut mir jetzt leid, wenn mir das mal auffällt, dass ich das irgendwo mal vergessen habe. Kann passieren. Aber ich gebe mir schon ehrlicherweise die Mühe, möglichst nichts unbeantwortet zu lassen. Sofern es ein Kommentar ist, auf den ich auch was antworten kann. Und das ist der erste Punkt, der nicht nur wichtig ist aufgrund der Höflichkeit und des Respekts, sondern auch für den Algorithmus. Wenn du einen Beitrag veröffentlichst, dann solltest du darauf achten, wer reagiert da drauf, wer stellt dir Rückfragen vielleicht, wer widerspricht dir auch, wer ergänzt nochmal, um entsprechend darauf zu reagieren. Und manchmal entwickeln sich daraus eben auch angenehme Gespräche und auch neue Bekanntschaften. Ja. Und das sehe ich wirklich oft, dass die, ja, die Beiträge, wie du sagst, allein gelassen werden. Das ist sehr, sehr schade. Ja, gerade auch bei CEO-Accounts leider. Da
ist es halt leider sehr oft so, dass man nur bis zum Post denkt. Ja. So, ah, Post veröffentlicht, mega, cool. Und weg. So, und weg. Und das sollte nicht passieren, weil das halt einfach definitiv kein gutes Licht auf den CEO und das Unternehmen wirft. Aber gerade bei CEOs trauen sich ja gar nicht viele zu kritisieren, also ein Gespräch zu starten, sage ich mal. Weil die Mitarbeiter werden es nicht tun, weil es dann sich schon in der Belegschaft in ein interessantes Licht stellt. So, ha, der will sich gut stellen mit dem Chef so ungefähr. Wettbewerber werden es nicht tun, hoffentlich. Das ist aber übrigens ein sehr gutes oder ein sehr spannendes Zeichen dafür, wie die Unternehmenskultur ist. Das ist richtig. Weil ich merke schon in den Unternehmen, wo da mehr Austausch auch stattfindet zwischen Vorstand und Mitarbeiter, das sieht man auch auf LinkedIn. Da findet auch unter dem Beitrag des CEOs mehr Kommunikation statt. Das wäre cool, aber es ist die Ausnahme, wenn das passiert. Das findet man schon viel. Frag mal andersrum, darf ich das denn? Ich arbeite in einem DAX-Unternehmen, darf ich einfach den Beitrag meines CEOs, alles Vorstandsmitglieds kommentieren? Natürlich. Sollte ich das tun? Natürlich darfst du, weil das auf LinkedIn, that's the definition of LinkedIn, offene Kommunikation über Hierarchien hinweg. Mhm. Du darfst, du solltest. Ich würde sogar Mitarbeiter ermutigen, das zu tun. Natürlich nicht mit irgendwelchen 0815 Kommentaren. Spannend. Spannend, interessant. Oh. Danke fürs Teilen. Go, 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 CEO. yes, us. Hooray for us. Aber das kann eine schöne Möglichkeit sein, um hier auch mal in Erscheinung zu treten. Hast du nicht neulich sowas auch Schönes gesagt, dass sich die meisten CEOs, die du betreust, auch ein bisschen ärgern darüber, dass sie so wenig Kommentare, so wenig Feedback von den eigenen Mitarbeitern bekommen? Ja, das ist aber etwas, was durchgehend ärgerlich ist. Also nicht nur auf LinkedIn, sondern dass viele CEOs beklagen, dass sie manchmal auch intern generell weniger Feedback bekommen, als sie es gerne hätten. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da wittere ich doch eine Chance, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, in die interne. Definitiv. Und CEOs schätzen es auch, wenn sie halt nicht nur Ja-Sager um sich herum haben, sondern Menschen, die respektvoll, aber durchaus nochmal Sachen hinterfragen und sich da in die Diskussion mit einbringen. Mhm. Zeigt ja auch, dass du ein Mitarbeiter bist, der was verändern möchte und der nicht resigniert irgendwo in der Ecke sitzt und sagt, naja, ich mache jetzt halt einfach Dienst nach Vorschrift. Der gestalten möchte, der sich zeigen möchte, der hoffentlich kommunizieren kann. Ja. Kann man schon mal machen. Mhm. Ein weiterer guter Tipp auf LinkedIn ist, vermeide Prahlerei und Angeberei. Sind wir wieder beim Freiherr oder ist es? Ja, das steht auch im Knigge. Und auf LinkedIn sollte der Fokus eben wirklich auf wertvollen Inhalten liegen und nicht zu sehr auf Eigenwerbung. Und ich meine, jeder sieht das ja auch. Wenn ich jetzt anfangen würde, nur Werbung zu machen für unsere Services, dann würde die Reichweite halt mal schön einbrechen. Ja, das sollten wir nicht machen. Die ganze Zeit nur über Social Selling Trainings sprechen, über Corporate Influencer Programme, die wir ganz toll organisieren, über tolles Personal Branding für CEOs, wo du schon über 200 Vorstände unterstützt hast. Was wir richtig, richtig gut machen und jeder Beteiligte viel Spaß hat, das wäre, hätte ein bisschen Geschmäckle. Aber falls du trotzdem mal gucken möchtest, auf schaffensgeist.com findest du weitere Infos dazu. Immerhin ist dieser Podcast kostenlos. Werbung Ende. Genau, ein bisschen Werbung müssen wir auch machen. Dieser Podcast ist gesponsert, powered by Schaffensgeist. Seit der ersten Folge. Ja. Also da wirklich nochmal schauen, wie kommt das an? Und ich meine, das nutze ich ja auch ganz oft. Ich nutze dich ganz oft als Sparing. Oder ich mache Sparing mit unseren Mitarbeitern. Ich fühle mich benutzt. Das nicht benutzt, sondern konsultiert. Ah, besser. Mhm. Dass ich sage, hey, ich würde das schon gerne teilen, weil das ist ein wichtiger Meilenstein. Ich bin stolz drauf. Aber wie kommt das an? Ist das zu prahlerisch oder ist das okay? Stimmt. Da macht der Ton auch die Musik. Ab und zu einen Meilenstein zu teilen, hey, völlig fein. Und Leute feiern das ja auch gerne mit dir, die dich kennen. Ja. Aber es sollte in einem gewissen Rahmen sein. Also A, nicht so oft und B, da auch nicht übertreiben. Ja. Der Social-Media-Experte Gary Vaynerchuk hat das mal so schön gesagt mit Jab, 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 Right Hook. Also der hat ja schon gesagt, so für jeden Werbepost, den du bringst, jeder Hook, bringst du bitte mal mindestens drei Jabs, also drei Beiträge, wo du über die Themen sprichst, die vor allen Dingen deine Zielgruppe interessieren. Ja. Und wir sehen das ganz oft leider bei Vertrieblern, dass sie einfach nur sagen, ja, was sind meine drei Themen? Produkt Nummer 1, Produkt Nummer 2 und Service. Also bitte, bitte nicht nur über die eigenen Produkte und Services sprechen, sondern wirklich auch mal die Themen und Fragen der Kunden aufgreifen. Mhm. Auch das, wie im richtigen Leben, Höflichkeit, zuhören.
und nicht nur über sie sprechen, sondern auch mal über die Themen meines Gegenübers. Ja. Ich habe nur eine Kleinigkeit, was ich sehr unhöflich finde. Das ist so eine internetspezifische Geschichte. Alles in Caps schreiben. Das stand nicht bei Freiherr von Knigge. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber gerade im Slogan. Also wenn du alles in Großbuchstaben schreibst, im Internet ist das Schreien. Und keiner mag einen Schreihals. Also bitte, bitte schreibe nicht alles in Großbuchstaben. Don't do it. Kann man nochmal ergänzen? Ich habe jetzt gelernt, nächstes Jahr wird es offiziell. Da musst du deine Webseite barrierefrei gestalten. Und schon heute auf LinkedIn kann man sich auch drum kümmern, dass es barrierefrei ist. Also das heißt, diese schönen Fettungen, die man da hat im Text, bitte vermeiden. Die Textformatierungen, inklusiv und bold. Um es eben inklusiv zu gestalten, dass es jeder konsumieren kann. Auch ein guter Punkt. Auch ein kleiner Beispiel, Netiquette. Ja, zeigt ja auch, du denkst wirklich deine Zielgruppe, verschiedene Zielgruppen mit. Ja, absolut. Nicht jeder Rat ist ein guter Rat. Knigge riet dazu, mit ungefragten Ratschlägen sparsam umzugehen. Das heißt, so diese gut gemeinten Tipps auf LinkedIn sind vielleicht nicht immer, nicht immer so hilfreich. Ich sehe das immer wieder auch unter meinen Beiträgen oder vor allem unter Beiträgen von anderen, wo es dann irgendwie heißt, ja, hast du denn schon mal das und das probiert? Oder ja, also sag mal, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ich würde das ja lieber so und so machen. Auch da muss man immer schauen, der Ton macht die Musik. Wie formuliere ich den Ratschlag? Und gebe ich diesen Ratschlag jetzt nur, weil ich mich damit profilieren möchte oder weil ich wirklich das Gefühl habe, es hilft? Also habe ich mich einmal damit auseinandergesetzt, ob das hilfreich sein kann. Also das, was für mich als großes Unternehmen gut funktioniert, ist dieser Ratschlag, den ich da gebe, auch passend für ein kleines mittelständisches Unternehmen. Bist du jetzt in den Kommentaren oder in den Beiträgen? Ich bin in den Kommentaren vor allem. Also wenn ich Feedback, ich sehe einen Beitrag von dir und will dir einen Ratschlag geben, will dir sagen, warum du Unrecht hast. Ja. Und das sollte ich dann so formulieren, dass ich sage, hey, also ich sage nicht, so und so wird es gemacht, das ist die reine Wahrheit, sondern ich sage, hey, meine Erfahrungen in der Branche, in diesen Unternehmen besagt das. Ja. Okay. Und da habe ich auch ein Beispiel, was mir sofort in den Kopf kommt. Ich habe einmal einen Beitrag gesehen von der Svanti Almas, da hatte sie über das Thema Migräne gesprochen. Und ganz unten unter dem Beitrag stand, hey, liebe Leute, ihr braucht mir keine Ratschläge zu geben in den Kommentaren, weil ich habe wirklich alles ausprobiert und ich bin mittlerweile echt, I'm good. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Aber das ist so ein Klassiker. Gesundheitsthemen sind ein Klassiker. Ja. Hey, wenn du krank wirst, im Prinzip, wenn du Schnupfen hast, dann trink Ingwer, Tee. So, und ich habe mir schon gedacht, dass die Leute sich nicht dran halten. Und ich meine, manchmal sind Kommentare ja auch ein bisschen wie Popcorn. Hast du das präventiv geschrieben? Ja, ja. Ah. Und dann bin ich mal in die Kommentare gegangen, weil Neugier. Und da gab es tatsächlich Kommentare im Sinne von, also unter Migräne muss ja heute wirklich niemand mehr leiden. Also ich rate dir, setz dich doch mal mit der Person in Kontakt, die kann dir definitiv helfen. Und das finde ich dann wirklich schon sehr übergriffig, ne? Und das meine ich mit, überleg dir doch bitte, ob dieser Rat willkommen ist. Und wenn da schon explizit drin steht, ich wünsche mir keinen Rat zu diesem Thema, sondern ich möchte hier einfach Awareness schaffen, dann halte dich doch bitte dran. Das ist schön, so ein umgekehrter Call to Action. Bitte keine Kommentare. Kein Feedback. Was man normalerweise genau andersrum möchte. Man kann ja die Kommentare auch ausschalten, wenn man will. Man kann die Kommentare auch ausschalten. Manche machen das unabsichtlich und wundern sich dann, warum der Beitrag nicht so fliegt. Ja. Also in der Regel würde ich davon Abstand nehmen. Oder nachträglich, um den Shitstorm einzufangen. Aber dann muss ja auch der Shitstorm kommen, vermutlich. Ja. Siehst du, Migräne, was die Leute triggert. Interessant. Ja, das ist sehr interessant, ja. Ich habe noch einen Klassiker. Und Hörer dieses Podcasts werden das schon mal gehört haben. Aber ein Klassiker, der für mich überhaupt nicht geht, ist, wenn du einem neuen Kontakt sofort deinem Pitch entgegenschlägst. Ah, oh, ja, Klassiker. Also ja, stell dich gerne vor. Ja, sag auch mit einem Wort, was du und was Unternehmen machen. Vollkommen fein, wie du es bei einer Business Party tun würdest. Aber versuch dann nicht sofort zu verkaufen. Meine Güte, komm erst mal ins Gespräch. Überhaupt solltest du vor einer Kontaktanfrage diesen Menschen eigentlich kennengelernt haben, sprich, da gab es irgendwie schon Austausch, Touchpoints in den Kommentaren beispielsweise. Du verweist auf etwas, was er oder sie gepostet hat. Alles in Ordnung. Aber dafür ist dein Profil da.
Da steht ja drin, was du tust. Und in der Regel wird dein Gegenüber dein Profil sich mal angeschaut haben, bevor es er den Kontakt annimmt. Also bitte nicht sofort pitchen. Das ist so nervig. Und es ist sogar illegal. Ja, definitiv. Und was dann noch hartnäckiger ist, und das, also das ist die einzige, das einzige Mal, wenn ich Leute wirklich blocke, ist, wenn sie mir einmal schreiben und ich antworte nicht, weil das ein Pitch ist. Ja. Dann nach ein paar Tagen schreiben sie nochmal. Was ist denn los mit dir, Marina? Warum hast du denn da nicht geantwortet? Dann nochmal. Dann nochmal. Und irgendwann, also irgendwann habe ich dann die Nase voll und block die Person. Ja. Weil, also, what the hell? Ich habe es einmal auslaufen lassen, ich kam auf 13 Nachrichten. Oh. Ohne dass ich einmal geantwortet hätte. Das ist doch irre. Das ist automatisiert. Oh. Hoffentlich. Aber schlimm genug. Verrückt. Wie gesagt, das verstößt auch gegen die deutschen Gesetze. Das ist einfach nur Spam. Ja. In dem Moment. Der Gegenüber hat kein Einverständnis gegeben, dass er deine Werbung empfangen möchte. Nein. Thomas, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Otto schon. Marina, was ist dein letzter Tipp für eine Etikette? Und danach habe ich noch eine Frage für dich. Ist nicht eingeplant. Ich möchte ein Skript haben. Vor jedem Podcast. Hier wird nicht geskriptet. Hier wird 2 Minuten drüber gesprochen, worüber wir sprechen wollen und dann let's go. So, bleibe konsequent im Stil. Auch Freiherr Knigge legte tatsächlich Wert auf einen konsistenten und authentischen Ausdruck. Auch auf LinkedIn sollte man bei einer Linie bleiben und sich nicht zu sehr in wechselnden Rollen oder Stilrichtungen verlieren. Das finde ich auch sehr spannend. Darüber haben wir ja auch im LinkedIn Live gesprochen gestern. So das Thema persönlicher Corporate Identity oder persönliche Identity, persönlicher Stil. Mhm. Überlege dir, wie du auftreten möchtest. Also hast du vielleicht wiederkehrende Elemente oder einen gewissen Stil in deinen Bildern, einen gewissen Stil, wie du deine Beiträge strukturierst. Mhm. Hast du bestimmte Farben, die du immer wieder nutzt? Mhm. Das ist nicht nur gut für Wiedererkennungswert, sondern das hilft auch einfach dabei, dass du eben deine Personal Brand aufbaust, die natürlich auch von visuellen Elementen lebt. Idealerweise sollte dein Beitrag so einzigartig sein, dass er nur von dir sein kann. Ja. Dass man schon am Stil merkt, jawohl, das ist ein Beitrag von der Marina beispielsweise. Bei der Marina kann man das ganz gut erkennen, zum Beispiel, weil es oftmals von einem Bild begleitet wird, kein Selfie von dir, aber ein professionelles Foto, sitzend, guckst du leicht an der Kamera vorbei mit einem Text-Overlay. Und dann was? Ich denke, ich gucke mal in die Kamera, schiel ich, oder was? mal so. Sag mal. Und oftmals ist dein Stil, entweder eine Liste mit so 3 Punkten zu machen oder so ein Pro und Contra. Ja. So Pärchen mit Emojis davor. Mhm. Ich mag Pärchen. Ja. Natürlich wunderschön geschrieben, sehr informativ, reichlich. Wenige bis gar keine Hashtags, keine Signatur, kein Call to Action. Ja. That's your style. Ich jabbe nur, ich hucke nicht. Ja, aber so eine Schreibstimme zu finden, das ist auch wirklich etwas, worüber wir in den Trainings so oft sprechen. Das kommt ein bisschen mit Erfahrung, das kommt mit der Übung. Ja. Das geht nicht von Tag 1, also da darf jeder auch seinen Stil finden. Ja, und gleichzeitig, wenn du ihn gefunden hast, bitte spring nicht so viel rum, nur weil da draußen so viele Trends sind. Ja. Oder versuche auch nicht ständig Sachen zu kopieren, weil dann beraubst du dich dieser Möglichkeit, deinen eigenen Stil zu finden. Und das ist ja das Verrückte. Ich sehe immer wieder Menschen, die bestimmte Stile kopieren, weil das bei anderen unfassbar gut läuft. Ja. So, dann kopieren sie das und wundern sich, warum das bei ihnen nicht läuft. Es läuft bei dir nicht, weil du eben nicht ein Justin Welch bist oder weil du nicht Jasmine Arditsch bist. Und das ist die Gefahr, die man hat von diesen Vorlagen für die ach so viralen Beiträge. Und das ist die Gefahr von ChatGPT, wenn ich meine Beiträge nur davon schreiben lasse. Ja. Vielleicht, hier ist eine Idee, was du tun kannst. Nimm mal die 5 besten Beiträge. Und mit best meine ich jetzt nicht die erfolgreichsten, sondern die Beiträge, wo du sagst, jawohl, that's me. Das ist meine Schreibstimme. Schick die zu ChatGPT und sag, so, analysier mal bitte diesen Stil. Was sind die Gemeinsamkeiten davon? Und jetzt nutze diesen Stil für das und das Thema. Für die Zielgruppe, in der Tonalität, mit der Absicht. Und schau mal, was rauskommt. Das geht vielleicht in die Richtung, dass es ein guter erster Entwurf für dich ist. Aber ansonsten bist du einfach nur austauschbar, wenn du deine Beiträge von ChatGPT und Co. schreiben lässt. Amen. Sehr gut. Ich habe trotzdem noch eine Frage für dich. Mhm. Marina, hattest du schon mal einen Shitstorm? Oder erinnerst du dich an ein Erlebnis, wo du gesagt hast, na,
Das geht aber mal gar nicht. Wurdest du schon mal irgendwie dumm angemacht? Gab es da schon etwas, wo jemand ausfällig, anfällig geworden ist? Ist dir schon mal irgendwas Krasses passiert von einem Menschen, der seine Grenzen nicht kannte? Also, thank God, nein. Das kommt bei mir selten vor, beziehungsweise einen Shitstorm hatte ich noch nie. Ich bin ja auch wirklich der Meinung, einen Shitstorm muss man sich schon echt hart verdienen. Also man muss teilweise schon drauf ankommen lassen. Und ich meine, wir alle kennen die Themen, die triggern. Dementsprechend, nein, das hatte ich nicht. Oder ein Kunde von dir mal? Auch ein Kunde, nein, hatte noch nie einen richtigen Shitstorm, wo dann auch die Presse nochmal drüber berichtet hat. Zum Glück nicht, nein. Natürlich gab es schon durchaus Posts, wo auch öfter mal kritisch kommentiert wurde. Mhm. Aber das war nie irgendetwas, wo man jetzt hätte, keine Ahnung, großartig eingreifen müssen, sondern dann antwortet man einmal souverän und then you take it in the direct messages. Ja. Genau. Also weg von der öffentlichen Plattform. Richtig. Von daher nein, aber was ich schon einmal erlebt habe, ist, dass Menschen sich aus welchem Grund auch immer persönlich angegriffen gefühlt haben. Also ich erinnere mich noch an einen Post, den ich gemacht habe von vor 2 oder 3 Jahren, ist es sogar schon her. Und da habe ich geschrieben, wie unhöflich es ist, wenn auf Netzwerk-Events, hat auch was mit Knigge zu tun, wenn Menschen in einem Gespräch nur von sich reden. Also ohne Punkt und Komma. Ah, ich erinnere mich. Ich ja. bin so toll, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und die anderen in der Runde oder die andere Person, die dazu hört, nicht, überhaupt nicht zu Wort kommen lässt, ja. keine Rückfragen stellt. Und das ist wirklich nur so ein Monolog. Das finde ich unhöflich. Und der hat auch relativ viel Engagement bekommen. Ich glaube 400, 500 Leute, die da geliked haben und sehr, sehr viele Kommentare. Und da gab es eine Dame, die hatte ich 2 Tage vorher auf einem Business-Event kennengelernt. Und sie also hat sich total angegriffen gefühlt und meinte, hey, das geht überhaupt nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was sie geschrieben hat, aber naja. Sie hat sich sehr angegriffen gefühlt. Sie dachte, du schreibst über sie. Sie dachte, ich schreibe über sie. Hast du über sie geschrieben? Nein, habe ich nicht. Ich erinnere mich gut an das Gespräch, aber ganz ehrlich, das war 5 Minuten. Das war auch einfach viel zu kurz, als dass ich daraus, ja. Ist auch noch innerhalb der Toleranzgrenze, meinst du? Es kann gar nicht sie gewesen sein. Nein, nein. Also, ja, gut. Aber sie hat sich angegriffen gefühlt und ich habe natürlich geantwortet und ich habe dann, um sicher zu gehen, dass sie jetzt nicht sich blöd fühlt, habe ich sogar noch eine persönliche Nachricht geschrieben und gesagt, hey, liebe Person XY, ich habe nicht dich gemeint. So, kam nie eine Antwort zurück, sondern es wurde weiter gestänkert in den Kommentaren. Bis hin zu, ja, ich sitze hier gerade übrigens beim Brunch und wir alle in der Runde denken, so geht das nicht. Ich so, hey, ich habe dir überhaupt nichts getan. Da sind wir wieder beim Thema Aufregung. Ja, Aufregung und einfach so unnötig. Also das habe ich dann schon manchmal, dass Sachen einfach im Internet natürlich auch schnell missverstanden gefühlt werden oder Leute sich persönlich angegriffen fühlen, obwohl du sie nirgends getaggt hast oder eine Anekdote geteilt hast, die auf sie irgendwie zurückzuführen wäre. Ja. Aber wenn ich möchte, kann ich ganz viel missverstehen und dann dagegen stänkern. Aber auch hier wieder die Frage, wie wirst du dadurch wahrgenommen? Wenn du immer der Stänkerer, der Meckerer bist, gerade in den Kommentaren, spricht ja nicht gerade für deine Souveränität. Was ich noch schlimmer finde, als wenn Leute unter meinen Beiträgen stänkern, ist, wenn Leute unter meinen Beiträgen stänkern, wo ich jemand anderen auf die Bühne stelle. Das hatte ich mal mit einer Freundin, die ein Buch geschrieben hat und ich habe dieses Buch promoted, habe gesagt, hey, tolles Buch. Finde ich fantastisch, weil, und das ist übrigens mein Bezug dazu, das und das aus dem Buch setze ich selber um. Mhm. Und dann hatte jemand kommentiert mit, ach ja, dieser tolle esoterische Quatsch, geht doch alle mal, ich weiß gar nicht mehr, was die Person geschrieben aber hat, es war irgendwas Blödes. Wenn es losgeht mit geh doch, wir kennen das von Twitter und so weiter, das, da folgt nichts mehr Gutes. Nee, da folgt nichts mehr Gutes. Und das finde ich noch, also das finde ich noch schlimmer, weil ich habe einer Person eine Bühne gegeben und dann wird die Person auf meiner Bühne sozusagen beleidigt. Ja. Und das finde ich, also oh, das regt mich noch viel mehr auf, als wenn das jetzt nur auf meinen Kommentar, auf meinen Beitrag bezogen ist. Wenn es über deine Bücher geht. Ja. Dieses ätherische Kram mit dem Personal Branding. auch nicht okay, aber genau. Ja. I will find you and I will talk to you.
Not gently. Respectful. Respectfully, of course. Ja. Hattest du mal irgendwelche Sachen, wo du denkst, so... Boah. Nein, ich hatte auch keine Shitstorms. Nein, eigentlich nicht. Ich hatte Shitstürmchen? Nee, auch nicht wirklich. Also weder bei... Meine Kunden sind ja gut trainiert, da wurde es auch immer verhindert. Bei mir selber, nein, ich hätte einmal einen Beitrag selber geschrieben, da habe ich einen Fehler gemacht und da hatte mich der liebe Kollege Felix Beilatz darauf aufmerksam gemacht, dass ein Fehler drin ist. Ich habe mich extrem geärgert, weniger über den Kommentar als über mich, dass ich das nicht wusste. Dann habe ich meinen Stolz mal runtergeschluckt, das gelernt, das korrigiert, geschrieben, da ich das korrigiert habe und dann weitergemacht. Denken sich die vielen Leute, die jetzt über Hashtags geschrieben haben, dass sie weg sind auch? Ja, liebe Leute, Hashtags sind nach wie vor noch da, auch wenn es bei einigen Beiträgen mal anders lautete. They are here to stay. Schauen wir mal, wie lange noch. Mhm. Ja, ich glaube, damit haben wir die wichtigsten Dinge angesprochen, wenn es ums Thema Höflichkeit geht. Wie gesagt, alles, was wir jetzt über Beleidigungen, größere Shitstorms und so weiter, Diskriminierung, politische Haltung haben wir jetzt mal ausgeklammert. Das soll ein andermal unser Thema sein. Aber ich denke mal, für den Alltag hilft es dir wirklich, wenn du dir überlegst, ich bin auf einer Business Party, wie würde ich mich da verhalten? Yes. Gut. Guter Stelltest. Und in diesem Sinne belassen wir es dabei. Wir hoffen, dass wir dir etwas mitgeben konnten für deine Praxis, für deine souveräne Kommunikation. Wenn du denkst, ich habe einen Kollegen oder eine Kollegin, die könnte auch etwas souveräner sich kommunizieren, und dann schicke doch einfach diese Folge weiter. Vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern dabei. Aber immer respektvoll. Aber immer respektvoll. Humble and demure. Demure. Schön. Ja, ansonsten, wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns ein Abo da lässt, wenn du dieser Folge 5 Sterne gibst. Und natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir darüber sprechen, wie wir souverän kommunizieren können. In diesem Sinne, alles Gute. Adios. Vielen Dank fürs Zuhören. Adieu.